Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Reich der Lüfte. Boah, sehen wir da Pit? Ich habe noch nie ein Pit-Spiel gespielt, das ist ja auch so eigentlich so ein Klassiker. Vom Super Nintendo? Ich weiß nicht. Ich glaube vom Super Nintendo. Ja. Wollen sie auch mal Remake machen auf 3DS oder so? Boah. Was machen die? Was sagen die Macher? Nö, haben wir keinen Bock drauf. Die waren halt zu faul, haben es nicht mehr gemacht. Abgelehnt, kein Pit für 3DS. Tja, Pech gehabt. Wäre vielleicht interessant geworden. Ja, soweit ich mich erinnere, ist es sowas ähnliches wie Mario Bros. Mario World. Heißt, geh vom Start zum Ziel. Meistens im Superraum ESR. Sind natürlich auch Gegner, kann man sich schön auslassen. Ja, ja. Schauen wir mal. Ich kann mich an gar nichts mehr hier erinnern. Ich habe mir auch nur einmal durchgezockt, wo das Spiel rauskam, natürlich sofort gekauft und sofort gezockt. An einem Tag durchgespielt. 10 Stunden am Stück durchgezockt. Ist so. Weil wo ich das Spiel, also wenn ich Super Smash Bros. Kriege, ist genauso wie irgendein Dynasty Warrior oder so, dann wird das nur noch gezockt erstmal. Ja, Pit kann auch ein bisschen schweben, fliegen, wie auch whatever. Kann ich hier auch noch das benutzen, den oben und B zum wieder auf die Stage kommen, als ist ja eigentlich gedacht. Finde jetzt ein bisschen blöd, dass ich Pit nehmen muss, Betonung auf muss. Tja, naja. Ah, für den Sticker. I want the Sticker. Ja, Wolkenwelt, keine Gegner, lame. Ich hoffe, es ändert sich noch. Ach, ich sollte mal chillen. Ist ja auch das erste Level, das erste offizielle Level, wo man merkt. Oh, die Tür erinnert mich mal aber ganz stark an Super Paper Mario. Und wieder ein Film. Pit erreicht. Oh, den Himmel und, oh, da sieht er schon. Die Hellbeard. Boah, es ist ein riesiges Schiff. Also Luftschiff. Oh, wo ist Star Fox? Den könnten wir jetzt gebrauchen mit seinem Raumschiff und dann... Da hätte Star Fox auch was zu knobeln dran, denke ich mal, bei so riesigen Schiff und WTF. Schon wieder die Robos. Robos, lasst mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Und wir dich auch nicht. Ist mir auch scheißegal. Blöde Robos. Euch mag doch überhaupt keiner. Sieht so lame scharf aus, Mann. Guckt euch doch mal an. Boah, wie cool er sich fühlt. Oh, ich kann Kombis machen, Alter. Boah, und wie viel Prozent er schon gemacht hat. Oh, auf schwer haut's rein. Jetzt kommen die Pros natürlich. Bist voll den Noob, ne? Wie, ich hab das Schiff heftig durchgezockt. Ja, ich bin ja auch aus 2 Jahre SSBB. Na, 2 Jahre, denke ich mal nicht. 1,5 Jahre SSBB Pause raus. Ah, lange Pause nicht gezockt. Schade eigentlich, so ein geiles Spiel. Ah, ich werde jetzt hier alles mal erkunden und die Funkulus, wie sie heißen, sind natürlich kein Problem. Weiß ich. Wann machen die Damage? Habe ich ja schon im ersten Part so gedacht. Hm? Und euch mag ich nicht. Ist da oben noch was Schönes? Na. Ah, nee. Boah, Boomerang Prime, Alter. Jetzt haben sie schon Waffen, Alter. Boah, nimmst du mir meine Waffe ab? Dann nehme ich dir deine Waffe ab. Nein, Spaß. Hätte gar keine. Oh, oh, oh. Boah, ich hasse... Oh, what the... Geholt von Prime. Der kratzt sich am Kopf, der Spaß. Okay, wo startet ihr jetzt? Oh, was war das? Hm? Okay. Oh, oh, diese ganz böse, diese ganz böse. Die erinnern mich an die Qualenklauen von Guild Wars. Schnetzel. Ah, oh, nee. Ich habe echt an die Qualenklauen gedacht, weil die Qualenklauen, die machen richtig viel Schaden. Die gar nicht mal. Halten nur viel aus, die Noobs. Was, kommt jetzt derselbe Film nochmal? Nee. Oh, das ist doch Mario, oder? Oh, ja. Wurde hingeschleudert in den Wolken beim ersten Part. Ja, da seht das nochmal. Rückblick. Retro. Ist, wie nennt man das nochmal? Gibt es so einen speziellen Fachbegriff? Ah, Flashback, genau. Flashback gibt es.
Oh ja, ja, nehme ich wieder Mario. Mario! Kultcharakter! Oh yeah! Ist klar, warum soll ich Pit nehmen? Aber ganz ehrlich, ich mag den nicht. Ich kann den nicht spielen, Mann! Was meint ihr, warum ich so ein Noob bin? Weil ich hier Charaktere nehmen muss, die ich nicht mag, nicht spielen kann. Oh ja, chill doch mal. Mario habe ich früher immer oft genommen, aber bei Melee mehr. Kann man die umbringen, die Scheißteile? Oh, de. Chill. Oh yo, ist ein Glonner. Okay. Seit zwei Leben wieder und im Pitcop. Pitcop heißt, dass ich noch Pit wahrscheinlich zur Verfügung habe als Extra. Ich weiß es nicht. Oh, Glonner, hau ab. Glonner, Glonner. Oh, das ist ja wie Regenbogenraserei hier. Auf der Wolke, auf der lila Wolke. Nur dass da keine lila Wolke war. Und hier sind Spicks, die kann man nicht besiegen. Oh, wie ist der jetzt echt wie Mario hier. So ein Rad, die kennen wir ja vor allem auch aus Geisterlevel. Da gibt's hier häufig. Und, fuck you. Glonner, auch kein Problem mehr irgendwie. Oh, Boomerang Primate. Ja, ist klar, die haben ja mehr Leben. Ey, wie sind die Primates stärker als alle anderen Gegner, obwohl sie erst waren. Zu voll. Komisch. Hä, ich dachte, da käme jetzt noch so ein Glonner. Hm? Wo ist der hin? Hat sich selbst gekillt. Hat den Sinn des Lebens nicht mehr gesehen. Und du killst dich mal selbst. Das ist Suicide hier. Und tschüss, Mann. Funculus. Ich will nicht haben. Oh, schade. Hier kann ich wieder einen mit einschmeißen. Oh, Boomerang Primate. Und tschüss, Mann. Das ist gut, weil auf die habe ich keinen Bock. Kann ich sie mit einmal ohne. Oh, was da versteckt ist. Gehen wir mal hoch. Wuhu, geil, ne, Mario? Mhm. Ach so, ja, ich kann auch Fotos machen. Aber ich habe so viele Screens und Stages auf dieser. Auf dieser Wii, auf der SD-Card von der Wii. Ich habe hier eine SD-Card. Oh, ist hier ein Secret? Es gibt ja auch Secrets im Spiel, aber ich werde natürlich die alle machen. Also ich will jetzt hier nur durchspielen. Ich habe auch ein Spielberat, ein Lösungsbuch dafür, aber pff, nee. Einfach nur durch hier. Ganz chillig, ganz gechillt. Also die Secrets sind auch richtig unwichtig, bringt es nicht. Ich denke mal, ihr wollt ja auch nur die Story sehen. Immer hoch. Hoch da, was ist das denn Schönes? Ach so, muss ich jetzt einfach wieder runter? Okay. Ah, war nur ein Bonus-Level. Ja, war doch ein Secret. Okay. Haben wir es ja auch. Am besten war eben noch mit Pit vom Primate geholt. Ey, komm. Ja, mit Mario bin ich schon wieder ein bisschen, nee. Wuhu, geil, geil. What the? Der erste Angriff vom Funculus hat richtig reingehauen. Wahrscheinlich werden sie weniger Leben haben und du Assi. Scheiß Boomerang Primate. Oh, wie die Boomerang-Brüder, hier gibt's ja auch. Die blauen Hammerbrüder. Hammerbrüder und Boomerang-Brüder, ne? Die blauen Hammerbrüder, wenn's Boomerang-Brüder sind. Und ich werde dich jetzt ab hier, du Spast. Down und tschüss, Mann. Boah, hat er mir viel weggenommen. Idiot. Ja, ist klar. Und sonst noch Wünsche, ihr Idioten. Oh, schwer ist es auf jeden Fall interessanter für euch, weil es Fails und Deaths gibt. Auch schon bei den Primates. Oh, ja, Funculus ist klar. Chill doch mal. Idiot. Ja, jetzt muss Pit spielen, N1. Den kann ich doch überhaupt nichts. Oh, hier ist ein Bazooka, hier ist ein Bazooka. Ich will die Bazooka. Ich will die Bazooka. Ach so, ich hab sie ja. Na, ja, ja. Massen-Ownage. Oh ne, da kann ich mich aber nicht rollen. Das ist ein bisschen gay. Weil ich bin ja so einer, der sich immer gerne wegrollt und hinten bei Gegner auftaucht. Oh, ich habe mich zwar schon mal wenigstens Own verpasst. Peter zwei Dolche oder so. Erinnert mich an Zao Pi irgendwie. Formt auch zu einer Waffe. Um. Oh, 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 oh. Chill. Boah, ein Wutan. Oh, ey, fuck you. Wutan, Wutan, Wutan. Down. Okay, der war nicht einfach. Wir hatten zwar letztendlich einen Mangel. Aber naja. Geht, ne? Oh, Goldtor. Was ist denn das Schönste? Ist das das Levelende? Ich weiß gar nicht mehr. Glaube ja. Haben wir es ja doch durchbekommen. Finde ich schön. Yo. Ah, wir hatten nur zwei Leben, aber ist ja auch erst der Anfang, ne? Hab's ja, es gibt Devs, der habt da was zu gucken, zu lachen, wie auch immer. Pit,
Dich wollen wir zwar nicht, aber ja, okay. Why not? Boah, guckt euch an, wie viele Chars es gibt und wie wenig wir jetzt erst haben. Naja. Und schwupp. Naja, jetzt sind es schon vier, ne? Zurück zur Karte, machen wir noch eine Welt hinterher. Das wollten wir. Mhm. Das Schwäben war mit Kirby und Zelda. Nehme ich natürlich Kirby. Oh, Hellbeard. Doing. Finde ich ganz gut gemacht, der kann man hier so auswählen, mitten im Film so gestoppt. Richtig gut gemacht. Oh, wir sind jetzt echt schon auf Hellbeard. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das kommt erst ganz zum Schluss. Okay, okay. First Wars. Ja, wir hatten ja schon Mutant-Tyrannie, aber naja. Hm? Alles ruhig. Sehr mysteriös. Boah, war es Level schwer. Nur durchlaufen. Wenn er da failt, ne, wie soll man da failen? Kann ja noch nicht mal runterfallen. Oh, Star Fox! Eben noch vorgesprochen. Fox McCloud. Ja, mal. Beziehungsweise habe ich auch noch ein N64-Spiel von Star Fox. Na, ganz nett. Ja, nochmal wählen. Was hat's denn eben gebracht? Ja, das war unnötig eben. Ja, jetzt sind wir wieder im Wolken. Ja, und die Pit-Musik kommt. Kann ich dich einsaugen? Nee, toll, ey. Und dann Kirby. Scheiße. Ja, jetzt könnt ihr mal ruhig kommen, aber jetzt kommt, traut ihr euch nie raus, ne, ihr Honks. Down! Ja, so muss es sein. N1, Kirby. Oh, Glonner! Oh, lecker, Curry! Immer schön vom Thailänder. Kennt ihr das? Richtig scharfes Essen vom Thailänder. Also da, wenn ihr noch was davon trinkt, also man sagt ja immer, ja, trink schnell was, wenn es jetzt scharf ist. Nein, der entzündet, das verstärkt den Brand praktisch. Man muss schon vom Brand sprechen, weil das geht echt ab. Drei Peperonis, auf manche Karten ist ja dann so ein Bild, also so Peperonis abgebildet auf den Speisekarten. Und drei Peperonis max bei den Thailändern, vor allen Dingen bei den Thailändern, den ich kenne, also wo wir mal öfters waren. Und ja, drei Peperonis, die hauen so rein, das ist nur für die ganz Mutigen. Selbst zwei hauen schon rein. Und was bist du für einer? Ein Agrok. Ja, ein bisschen Agro, ne? Tschüss, haut der rein. Selbst umgebracht, Honk. Geil. Was bist du? Oh, neue Gegner. What the? Ein OP'er Gegner, blickisch. Ah, da ist, denken wir mal, nichts in diesen Dinger. Oh, ne, nicht noch ein blickisch. Naja, geht, ne? Nein, machen schon Schaden. Aber, und die Nerven einfach nur. Ah, da guck jetzt nicht nach. Ich werde jetzt hier im Block zertrümmern. Also, das finde ich unnötig. Und es ist langweilig, aber ich denke mal auch. Was bist du für ein... Oh, geh down, Mann. Okay. Was bist du? Oh, dieser Pinguin, Mann. Was macht der? Ich hab keine Hobbys, der Typ. Oh, ich bin Pinguin. Scheuschenk. Oh, ach so, der gibt mir wieder... Maxi-Tomate. Nom, nom, nom. Oh, eingesogen. Na, ist ja nett. Noch so einer. Gibt der mir immer was zu heilen, oder was? Weiß ich gar nicht. Wie mache ich den am besten? Hm? Mit Skill. Los, werf doch! Oh, du bist ein Idiot, Mann! Mach ich so. Die Noob, ey. Will man mal strategisch hier handeln und was passiert? Nur so Müll. Ja, hier ist ein Item, das Overpowered-Item der Welt, was auch mein Hass-Item ist. Schalt meinen schönen Ballkämpfer halt immer aus. Ich find's lame hier. Genau deswegen, weil man so schnell damit ist. Macht zwar keinen Schaden. Früher dachte ich immer, schlechtes Item, ey. Macht's hier keinen Schaden mit. Aber damals so oft durch Button Smashing wieder verwenden kann. Sprich hier. Kommt, da kann man sich auch nicht mehr raus befreien. Kann man dann unendlich Prozente drauf früher und dann ein Final Hit, dann ist der down. Ist doch schlecht gemacht. Ich hasse dieses Item. Fächer ist sowas von schlecht. Meine Fresse. Meine Fräse. Ja, und wir sind am Land. N1.
Und die Funculus, ja, vor euch habe ich keinen Respekt. Ihr wisst das ja schon bereits, ihr dummen Viecher. Okay, soll ihr, die wollen wahrscheinlich, dass ihr davor Respekt habt. Boah, leckt mich doch. Ich will euch. Oh, ja, komm da wieder zurück, wenn du geowned werden willst, kommst du zurück, ne? Mhm. Ja, das wissen wir doch. Boah, ey, mit dir ein scheiß Flasche da auf dem Kopf oder was das ist. Und hier ist ein Spawner, glaube ich. Ja, den muss ich zerstören, sonst kommen da unendlich Teile raus. Und was sind das für komische Teile? Minsels, Minsels, ja. Machen keinen Schaden und halten nichts aus. Sehen hässlich aus, also. Joa, ziemlich starke Gegner. Was? Der greift hier doch an. Okay. Naja. 2% oder so auf hart. Okay, was passiert hier? Muss ich mir das angucken. Ah, der bröckelt so, der kann ich da hin. Boah, was bist du für einer? Nein, der bröckelt! Oh, thank God. Soll ich mich jetzt echt sofort bewegen und du, kleine Langweil. Oh, bum, bum, scheiße. Ja, down. Und tschüss, Mann. Aber es ist richtig wegge. Oh. Wecke, oh. Wecke und. Ja, ey. Schwer, ist das ein Insäbel? Ja. Ist mir noch nie richtig so aufgefallen früher. Und tschüss. Es geht richtig gut, die Attacke halt. Ich sollte öfter nutzen. Oh, jetzt sollte ich allerdings das andere nutzen. Jetzt sollte ich hier vorpreschen. Oh ja, noch ein Stern. Unnötig. Voran sollte ich. Ja, und nu? Wo soll ich hin? Pfeil nach da. Ja, ist klar. Aber wo? Wollen die mich jetzt echt einfach nur nach. Geht's denn da rechts lang? Oh, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo es lang geht, ey. Wo geht's lang? Sagt mir den Weg. Hm? Von da bin ich doch gekommen, oder? Ja. Hier ist egal, hier ist noch was Schönes. Hm. Und da unten ist. Aha, das ist aus. Oh, whatever. Boah, ich weiß nicht, wo es lang geht. Sorry. Ja, ja, ja. Schließen wir mal alles aus hier. Erstmal lang hier. Ah, hier unten einfach weiter. Sagt mir das doch, verdammt. Wow, was ein Glodder-Spawner. Das wäre bitter. Also, das wäre richtig asozial, aber ich. Ja, es war, glaube ich, einer. Warum sollen sonst so viele Glodder hier sein? Das ist übertrieben. Hier, wenn die erstmal sich aufladen, dann sind die sowas so overpowered. Aber man muss halt schnell sein. Und ja, wenn man schnell ist, dann können sie nichts. Oh ne, auf euch habe ich keinen Bock. Ah! Vom Felsen geholt. Pass mal auf, wo lang gehst. Steinschlaggefahr, stand da groß. Das Schild. Muss man Verkehrszeichen lernen, ne? Auch in Super Smash Bros. Brawl gibt's Verkehr. Wenn auch nicht Autoverkehr. Naja. Boah, boah, das wäre so epic. Hätte ich die jetzt mit Baseball. Ach, das Baseballschläger ist so ein komisches Item. Also wer so ein Honk ist und sich da verohren lässt, joa. Joa. Das Einzige, was passieren kann, ist natürlich, wenn ihr so Ausrufezeichen Kugel habt. Haut ihr einen anderen mit dem Boden. Es gibt ja auch Chars, wie Donkey Kong zum Beispiel, könnte auch einen mit dem Boden rammen. Mit B und rechts. Ja, Donkey Kong ist ein Char, wo ich mich mit auskenne. Ich bin ja Donkey-Fan. Und ja, dann. Was soll ich sagen? Ja, da, wenn er im Boden gerannt ist, dann kann er sich natürlich nicht bewegen. Oder wenn er benommen ist, war er auch immer. Dann könnte er ihn halt mit dem Baseballschläger auch ownen. Aber sonst eigentlich eher nicht. Oh, er spielt gegen extrem schlechte Gegner. Und tschüss mal, Schnetzel. Schnetzel, Schnitzel, Schnetzel, Gehexe. Whatever. Oh, das war die goldene Tür. Oh. Elite Beat Agents. Zanto von Twilight Princess. Mr. Saturn, kenne ich nicht, von Earthbound, Donbe, Shin Onigashima, keine Ahnung. Wolf von Star Fox natürlich, Andrew von Star Fox, kenne ich jetzt nicht. Octorok, Ocarina of Time, ja. Ja, ich denke mal, hier beende ich den Part. Wir sind jetzt auch schon wieder am Boden angelangt. Keine Wolken mehr, kein Mal, nicht mehr über den Wolken. Jetzt ist die Freiheit nicht mehr grenzenlos und deswegen geht's
im nächsten Part in den Dschungel. Da ist nämlich die Freiheit nicht mehr grenzenlos. Und wir haben Sorgen und wie auch immer. Und ich verabschiede mich. Schönen Tag wünsche ich euch noch und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.